damit Gummo und Grüzi, meine BrüderInnen. Wir sind doch wieder hier bei Yo-Kai Watch. Ich habe mich kurz dazu entschieden, es doch nicht zu bringen, aber there we go, hier sind wir. Und heute werden wir es ein weiteres Mal probieren. Ein weiteres räudiges Mal. Florinoko muss gefunden werden. Ich habe so das Gefühl, dass mich dieses kleine Ding ein wenig auf den Arm nehmen will, um es ganz werbefreundlich zu sagen, denn irgendwie ist er immer auf der gegenüberliegenden Seite, auf der wir uns halt eben nicht befinden, sondern halt eben er. Und ich hoffe, dass das heute endlich geklärt wird mit dem Bruder, dass wir ihn befreunden können. In dem Sinne wird es sehr wild. Daumen nach oben ist hoffentlich schon längst reingeschallert. Falls nicht, dann überlegen Sie sehr gut, konsiderieren Sie sehr gut, dies zu tun, ob Sie es in Erwägung ziehen können oder nett. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Dies ist ebenfalls sehr nett. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also öfters passiert es halt eben, dass wir hier auf diesem Pfad uns bewegen. Und dann, wie gesagt, auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Plattform hier literally, ist dann Florinoko. Und dann gehen wir halt hier rein. Und das Ergebnis davon habt ihr im letzten Part gesehen. Einmal konnten wir ihn sogar encountern. Er war uns aber zu schnell und wir sind dann in einen Kampf reingelaufen gegen einen anderen Yokai, der hier auf der Ebene ist. Und ja, da hatten wir dann, ja, wie ich auch schon im letzten Part oder vor einigen Parts angesprochen habe, den Salat. Ich habe das mal in irgendeinem Kontext erwähnt. Ich weiß gar nicht mehr in welchem. Aber worüber ich im letzten Part definitiv geredet habe, ist das hier. Die Liberation Pledge. Wer kennt's noch? Wer kennt's? Wer hat's verinnerlicht? Generell auch an alle die, die jetzt noch am Start sind. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid normal. Grüße und Gummo. Und das meine ich in der Hinsicht, dass es, ich kann mir vorstellen, dass es gibt so Leute, die denken sich so, was hat er da mit dieser Gabel gewollt? Was? Es ist Gabelverschwendung. Du musst dich jetzt umbringen. So ungefähr, ja. Ungefähr dieses Schema. Yeah. Ja, BrüderInnen. Ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen. Das Ding ist so, ich denke mal, dass Florinoko wirklich Stream-Material ist. Gerade weil es halt unfassbar lange dauert, bis man ihn eben zu Gesicht bekommt. Wobei ich halt eben sagen muss, ich bin hier in den siebten Kreis reingelaufen. Ich kam halt von oben, ich habe ja gespeichert und dann bin ich wieder runtergegangen in den siebten Kreis. Das erste Mal, dass ich hier langlaufe, sehe ich ihn direkt hier oben. Er ist halt so klar, ne? So, es gibt hier mindestens 4 Spots, jedes Mal, die man resettet mit diesem Lauf. Und ich weiß nicht, vielleicht resette ich falsch oder so. Das kann natürlich auch sein. Oder ich habe halt übertriebenes Pech. Das oder das. So, ich habe halt teilweise das Gefühl, dass Florinoko auf dieser Plattform hier öfter spawnt. Und ja, was er dann manchmal tut, manchmal nicht. Ich würde auch sagen, wir resetten, wenn wir das wirklich in einem Livestream tun. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das werden. Auch an der Stelle, sorry. Ich erwähne das mal. Sorry, dass es noch keinen Livestream gab. Ich werde aber definitiv darauf zurückkommen. Auf jeden Fall noch vor SpongeBob Release. Ja, hey, lass uns mal vielleicht darüber reden, so. SpongeBob, der heilige Bruder, bekommt am Ende diesen Monats ein brandneues Spiel und es nennt sich SpongeBob Schwammkopf The Cosmic Shake. Oder zu Deutsch, der kosmische Shake. Hatte der das überhaupt einen deutschen? Ich glaube nicht. Der Cosmic Shake. Der heilige Florinoko, Bruder. Okay, wir haben ihn zumindest schon einmal gesehen, aber ja. Wir kommen auf SpongeBob gleich nochmal zurück. Jetzt erstmal Florinoko. Wir konnten es im letzten Part nicht schaffen, ihn zu bekommen, aber es ist eigentlich sogar relativ easy, wenn man das mal bedenkt, oder? Also jetzt mal for real. Er läuft halt nur straight von links nach rechts relativ schnell, wenn du dich in seine Laufrichtung stellst.
Der Bruder ist aber sowas von mit dir im Kampf. Ich weiß gar nicht, wie ich das nicht schaffen konnte beim letzten Mal. Wie gesagt, ich bin in einen Gegner reingelaufen. So ist das passiert. Ich war wahrscheinlich so irritiert davon. Und ich wusste gar nicht so genau, wie sein Laufweg ist. Ich wusste es auch jetzt nicht so genau, aber ich konnte halt abschätzen. Okay, der geht halt links an die Bande. Wird er wahrscheinlich wieder nach rechts gehen. Der wird jetzt nicht zur Tür gehen und dann verschwinden. Sau. Ja, und wir warten natürlich auch... Oha. Nicht darauf, dass jemand stirbt. Holy shit. Was soll denn das? Machen wir mal eine Ulti-Seele von irgendeinem hier. Was auch immer das bringt. Wahrscheinlich werde ich geheilt. 69. Nice. Und natürlich kommt genau jetzt. Aha. Ha. Ding ist... Wait. Wir machen jetzt eine Sache, die in die Kommentare geschrieben worden ist. Eine neue Taktik in Bezug auf, passt auf, das Entfreunden oder die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass ein Yokai mit dir mitkommt. Wir machen jetzt Folgendes. Wir geben Schema und eine Gurke. Fragen Sie nicht, warum. Er kriegt eine Karotte. Er kriegt eine Karotte von mir. Weißt du, wieso? Damit du nicht mitkommst. Weil das wurde als Tipp geschrieben... wie man eventuell dafür sorgen kann, dass die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass der Yokai mitkommt. Wobei ich immer das Gefühl hatte, und korrigiert mich da bitte sehr gerne, wenn ich falsch liegen sollte, also wirklich, schreibt das in die Kommentare jetzt, wenn ihr es wisst. Ist es so, dass wenn man einem Yokai ein Essen gibt, das er nicht mag oder das nicht sein Lieblingsessen ist, dass die Wahrscheinlichkeit sich dadurch verringert oder erhöht sie sich dadurch ein bisschen, aber nicht so hoch wie mit dem Top-Tier-Item des Lieblingsessens. Weil ich hatte immer das Gefühl, egal was du gibst, es hilft, aber halt nichts gibt so gut wie das, was die Yokai wollen, also die Sorte des jeweiligen Gemüses. Aha, vier sehr mag Gemüse, das heißt, wir geben ihm jetzt notgedrungen leider Fleisch. Oh je, die arme Hühnerkeule. Das hat sie doch nicht verdient, Junge. Ja. Ist doch niemandem geholfen, jetzt mal ganz kurz. Ne? Argumentativ gesehen, ja, etwas essen, das einem nicht schmeckt. Warum isst man es dann? So. Wenn es nicht für die Nährstoffe ist. Okay. Na, man kann natürlich sehr gerne sagen, ich mag dieses Gemüse und dieses Gemüse nicht. Aber da sind halt nur mal Nährstoffe drin. Gut, du kannst sie auch anders zu dir nehmen. Aber, muss halt, ne? Wenn du darauf verzichten willst, dann tu das sehr gerne so. Es gibt ja sehr viele Alternativen, wie man sicherlich weiß, ja. Jeder, der schon mal in den Supermarkt gegangen ist, hat das vielleicht gesehen. Dass da in den letzten Jahren immer wieder diverse Produkte rausgeschallert sind. Mit dem V-Siegel, das ihrige. Genau das hier. So, Florinoko, kommt der Bruder mit? Oder tut er es nicht? Wir hatten ein goldenes Irrlicht. Das will ich nochmal angesprochen haben, bevor wir jetzt bestätigen. Ein goldenes Irrlicht mit Herz. Und wir haben die Ulti-Seele von Schnuckiputz gemacht, die auch Herzen dagelassen hat. Ich denke jetzt nicht, dass das irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöht. Aber anyways, hoffen wir das nicht. Ich glaube, Shiri Viper und der andere Vierseher mitkommen, sondern yes! Yes! Ohne Livestream geschafft. Haha! 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 Ehre und Kuss! Ehre geht raus! Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wirklich. Also, Florinoko, darf ich euch kurz daran erinnern, dass wir nicht einmal Flori befreunden konnten. Wir konnten Noko nicht befreunden. Und Flori übrigens auch nicht. Anyways, ich suche jetzt nach einem geeigneten Abonnenten, der natürlich einen VIP dagelassen hat. Einen heiligen Mitgliedsstatus. Da sehen wir uns. Jaha, Koma-san Brudingo, der heilige Kerl, ist ein Ehrenmitglied und kriegt deswegen Florinoko. Auch wenn er nicht Rang A ist, ich hoffe, du freust dich trotzdem über diesen sehr, sehr seltenen Yokai. Und ja, nochmal. Was für ein Glück. Also es ist genau das gleiche, wie bei Oberkastellan passiert. Und ich feiere das. Ich feiere das. Vor allem so, dass ich habe die Ulti-Seele von Schnuckiputz gemacht. Und genau in dem Moment, wo ich die mache, hören wir das Erklingen des Irrlichts. Das kann kein Zufall gewesen sein. So. Das ist eine göttliche Fügung des Schicksals. Und damit ist das Siegel für Fatih Bloom komplett. Und an der Stelle... an die Brüder, die meine damaligen Yokai Watch Let's Plays gesehen haben.
Habe ich jemals alle Legendäre in Yo-Kai Watch 1 gesucht und bekommen? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ich habe das Gefühl, ich habe das immer eher so, ich habe viele Sachen gemacht so. Ich kam auch über sehr viele Parts hinweg so. Ich habe ja auch nach Feinschwingen und so gesucht und ich denke, das wird einen Grund haben, warum ich das getan habe. Höchstwahrscheinlich wegen einem Legendären, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht so genau dran erinnern, ob ich das wirklich gemacht habe. Daher, wisst ihr das? Habe ich das wirklich getan? Bruder, nach Shogunyan. Komasucher. Gilgaros. Und jetzt eben bekommen wir Fadiblum. Wir rufen der heilige Kerl. Ja, klar. Der Bruderin. Er ist der heilige Bruder der veganen Anhängerschaft. Also meiner Wenigkeit wahrscheinlich. Oh je. Oh, möchtest du mir nicht helfen, Freundschaft in der ganzen Stadt zu sehen und alle... Fatihblum. Ja. Und alle zu Veganern zu machen. Ganz ehrlich, bei dem Anblick, wer würde da Nein sagen, oder? Also allein da schon würde man sich doch denken, na klar, Bruder, wenn nicht für die Tiere, dann wenigstens für dich. Der Bree. Ja, Fatihblum. Und da gehen natürlich weiterhin gesonderte Ehrengrüße raus. Natürlich an Fabi Zockt. Er ist Mitglied. Und ich kann ihn nicht oft genug benennen. Denn ich weiß, ich habe das schon sehr oft getan. Aber man kann es, wie gesagt, bei supportenden Ehrenmitgliedern nie oft genug tun. Fabi Zockt, der geht raus an dich. Und ja, das ist Fadiblum, der Ehrenveganer. Sehr cool. Der vorletzte Legendärer, den wir ja, uns gönnerisiert haben, könnte man sagen. Und der letzte ist genau hier. Und ich glaube, es ist Darndackel. Und das wird cringe. Da werden wir auf jeden Fall ein wenig Zeit benötigen, denke ich. Ich meine, guckt euch bitte an, wie lange wir jetzt für Fatihblum gebraucht haben. Wir reden über SpongeBob übrigens im nächsten Part. Ja, das hat jetzt thematisch dann doch nicht gepasst. Da hat das Schicksal mir wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mann, Gens. Ich feier's aber. Ich feier's irgendwie. Weißt du, ich hab halt gedacht, ne, wir kloppen weiter schön rum. An diesem unfassbar schwer zu bekommenen Yokai und dann bam, kriegen wir den heute im Part First Strike geregelt. Wer hätte das kommen sehen? Ich denke, die allerwenigsten. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum ich hier so... Ich glaube, es gibt eine Abkürzung. Wieso nehme ich die denn eigentlich nicht? Wieso habe ich die Abkürzung nicht genommen? Wo war die Abkürzung? Ah, ich weiß, wo sie war. Ich habe den Abschnitt... Ich habe die Gabelung nach unten nehmen müssen und ich habe sie dann links genommen. Ihr habt's gesehen. Wir sehen uns oben. So, da wären wir jetzt aber. Nein! Oh Gott, das ist ja wirklich diese verdammten Leitern. Wer kennt's nicht? Ja, wie gesagt, da hat uns leider Flurinoko einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gucken wir uns aber mal an, auf welchem Level er sich befindet. Ich bin da ganz interessiert gerade zu sehen. 48? 355 Life Points? Das ist nicht schlecht. Muss ich sagen. Also es klingt gut so. Es klingt sehr gut. Mehr Geld am Ende eines Kampfes ist das Talent. Ehre. Zerfleischen. Strahlemann. Ah ja, der andere Yokai. Halt mit seinem glücklichen und glückbringenden Lächeln Life Points seiner Freunde zurück. Sehr cool. Glückspilz. Florilokos Glück erhöht die Werte eines Freundes ein wenig. Die Werte? Was heißt das? Heißt das sämtliche Werte wie Angriff und so? Verteidigung. Und der Meteor. Puh. Ein mächtiger Yokai-Bruder. Wer's mag. Okay. Ich würde sagen, ich gucke mir jetzt mal ganz kurz an. Ja, wisst ihr, was wir jetzt noch machen werden? Wir werden jetzt noch schnell Trikolaus versuchen, weil come on, so... Dieser Ratschlag mit dem Item geben an Yokai, die, ich sag mal, die dieses Item nicht als Lieblingsessen empfinden, das sollten wir wahrscheinlich öfter versuchen. Das sollten wir wahrscheinlich viel, viel öfter versuchen, weil
Hier im Beispiel hat man gesehen, es hat wohl scheinbar funktioniert. Oder es scheint zumindest geholfen zu haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Ende der Auslöser war, dass er mitkam. Hätte ich jetzt nicht die Items den beiden anderen Yokai gegeben, wäre er trotzdem mitgekommen oder dann irgendeiner von den beiden anderen oder gar keiner von denen. Das weiß man halt nie. Aber wir können uns sicher sein jetzt bei Trikolaus. Was heißt sicher sein? Sicher sein kann man sich in Yokai Watch, wie ihr wisst, nie. Ja, das kannst du vergessen. Aber wir können zumindest das Gefühl haben, dass das einen placebo-ähnlichen Effekt erzielt hat. Aber jetzt. Was war nochmal für ein Rang? A oder B? Ich glaube, er war B, oder? Was es halt so dumm macht, dass wir für Florinoko einen Versuch gebraucht haben, technisch gesehen. Wir haben heute im Part das erste Mal gegen ihn gekämpft und er kam sofort mit. Wisst ihr, was das, ne? Also irgendwie ist das so ein Ding mit Trikolaus. Was hat der für ein Problem? Was habe ich dem kleinen Huhn getan? Das ist die Frage. Aber krass, ja. Ich habe wirklich gedacht, so, okay, wir müssen das heute hier mit Florinoko absprechen. Wisst ihr, ich habe schon so mäßig die Grabrede gehalten für den Versuch, so. Ne, das letzte Copium ist aufgebraucht gewesen für Florinoko. Der erstens, er spawnt ja eh nicht auf meiner Seite der Ebene des siebten Kreises. Und auf der anderen Seite, ja, ist der Rang A, als ob der mitkommt. Ja, und jetzt haben wir halt hier im Vergleich Trikolaus, der halt Rang B ist. So, wo ist das Problem? Komm mit jetzt, Arschloch. Hör auf mich aufzuhalten wegen einer Kackquest. Oh, habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Oh, wisst ihr was? Wir machen erstmal nur eine Fruchtmilch rein. Besser ist das. Und den anderen beiden Wirrführern geben wir natürlich das, was ihnen zusteht. Nicht die Bonbons. Nicht die Bonbons. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht allzu schnell wegsterben. Holy shit. Ich gebe mal ein Sandwich. Magst du das? Das schmeckt. Ich warte jetzt, bis die Items wieder verfügbar sind. Let's go. Das dauert aber echt lange. Das dauert wirklich lange. Okay, dann, ich mach nochmal eine Ulti-Seele von Schnuckiputz in der Hoffnung, ne? Nur in der Hoffnung. Vielleicht kommt ja dann wieder das Irrlicht und dann gibt's ein goldenes Irrlicht, so man kennt das ja, ne? Ist hier so viele Herzen so, das muss doch was zu bedeuten haben. Oder nicht? Wir pinnen ihn jetzt mal an und machen dann das Irrlicht. Bis jetzt kommen so diese anderen Verführungstheorien. Das und das und das bringt mehr. Aber wie ich schon mal gesagt habe, ich glaube, da ist sich Level 5 selbst nicht so ganz sicher, was genau da im Hintergrund passiert. Das weiß nur das Spiel. Oh ja, das weiß tatsächlich nur das Spiel. Okay, jetzt habe ich definitiv gespeichert. Und das bedeutet, wir gehen rein in Lachs. Oh ja. Diesmal werde ich die super frische Milch werfen. Aber auch halt nur, weil ich gespeichert habe und im Falle, dass er nicht mitkommt, natürlich das Spiel neu starten werde. Ist ja ganz klar. So, aber ich finde, die Taktik ist an sich ganz gut aufgegangen. Es hat halt diesmal nicht geklappt, weil natürlich ist es halt Trikolaus. Natürlich gönnt der nicht, der Hund. Du gönnst nie. Nicht mal an Weihnachten, du Kelb. Schwein. Ist doch wahr. Also dann wird es heute klappen. Ich hoffe sehr, weil wenn, dann können wir endlich alle Quests abschließen. Das ist halt auch noch das Ding, was ich unbedingt beendet haben muss. Also, ne, das Ding mit Livestream ist, das muss ich jetzt wahrscheinlich wieder zurückrudern, aber es könnte sein, dass je nachdem, ob wir überhaupt einen Livestream benötigen, um A, diese Quest abzuschließen oder B, eben den letzten Legendärer ohne irgendwie längere Zeit in einem Livestream zu verbringen. Was halt natürlich der Grund eines Livestreams ist, sind wir mal ehrlich. Ja. Klar, natürlich ist es da für mich natürlich auch ein inneres Blumenpflücken, könnte man sagen.
mit ihnen zusammen wieder einen Livestream zu zelebrieren. Gerade im Sinne von Yo-Kai Watch. Holy shit, ist das lange her, dass wir ein Yo-Kai Watch Game gestreamt haben. Aber ja, nonetheless. Oh Gott. Wir werden sehen. Ich will eigentlich einen machen. Das ist das Ding. Ich bin gewillt, einen zu tun. Aber es kommt halt darauf an. So, ne? Das Ding ist halt, ich möchte unbedingt, und das spreche ich jetzt in diesem Part noch an. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber jetzt in Bezug auf SpongeBob sage ich das einmal ganz kurz. Ich will das Yo-Kai Watch Let's Play beendet haben vor dem SpongeBob Schwammkopf The Cosmic Shake Release vor dem 31. Januar. Das ist der große Plan. Fick dich. Holy shit, ich habe das Spiel neu gestartet und ich glaube, meine digitale Kopie von Yo-Kai Watch für Nintendo Switch ist personalisiert, / verflucht. Sie ist haunted, denn nachdem ich Trikolos beleidigt habe, musste ich 5-mal das Gebiet verlassen, damit er spawnt. Danke, Level 5. Ehre. Na klar. So ein Schwachsinn. Ja, also so auch jetzt, wie wir bei den Legendera das Ganze natürlich gesehen haben, ja. Bei den verschiedenen, oh Gott, Yo-Kai, die wir befreunden mussten. Jüngstes Beispiel Florinoko. Da ist mir jetzt schmerzlichst bewusst geworden, man muss einfach kloppen. Ne? Und wenn das halt eben in einem Livestream passiert, dann go for it. So, ich bin an sich ready dafür. So, dann setzt man sich zusammen einen Abend hin und kriegt diesen verdammten Yo-Kai gefälligst. Ja, und wenn nicht, dann ist das Spiel halt eben Schmutz. Jetzt habe ich es gesagt. Auf der anderen Seite SpongeBob nochmal. 31. Januar ist ja der Release und ich bin sehr ich sag mal fokussiert darauf, dass ab SpongeBob Release auch an sich nur noch SpongeBob Content für diese gewisse Zeit, in der ich brauche, um das Spiel durchzuspielen, das halt durchspielen würde. Und ich glaube, ich habe den Satz nicht richtig beendet. Anyways, mein Plan ist, dass ich pünktlich zum SpongeBob Release halt auch Yo-Kai Watch erstmal vom Kanal weg habe. So. Fürs Erste. Ne? Yo-Kai Watch wird natürlich trotzdem, und das will ich anders als jetzt in den... Ach, warum denn? Das will ich jetzt anders als in den letzten Jahren so ein bisschen anders behandeln. So, ich möchte vermehrt Yo-Kai Watch auf dem Kanal bringen. Und zwar in der Form, dass eben manchmal halt eben solche vielleicht monatlichen, vielleicht zweiwöchigen oder vielleicht auch wöchentlichen Videos von Yo-Kai Watch 4 oder vielleicht Yo-Kai Watch 1. Ich zeige irgendetwas, was ich im Let's Play selbst nicht zeigen konnte oder sowas in der Größenordnung. Oder halt Puni Puni. So, das wäre dann wahrscheinlich so der Plan. Abgesehen von SpongeBob, aber Yo-Kai Watch 1 an sich soll dann erstmal abgeschlossen sein. So. Weil Let's Play war sehr lange und ich muss auch ehrlich sagen, ich brauche ein bisschen frischeren Wind, was Videospiele angeht. Und da kommt SpongeBob wie gerufen. Ja, so ehrlich muss ich dann aber auch mal sein dürfen. Ja, klar. Hau uns rein und tschüss.